Ich lese aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 18, Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet werden, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Einen ähnlichen Vers lesen wir im Kapitel 16, Vers 19. Da spricht Jesus zu Petrus: Ich will dir die Schlüssel des Himmels geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ja, ein ganz interessanter Vers, ein starker Vers, besonders in Kapitel 18, weil da spricht er zu Jünger und ich nehme an, auch zu uns heute, die wir es lesen. Es geht hier um etwas binden, was gebunden bleibt, oder lösen, was gelöst bleibt, auch im Himmel. Und da gibt es auch verschiedene Erklärungen, was Gemeindeordnung betrifft und Gemeinderegel und so weiter. Aber mir ging es hier in diesem Vers in erster Linie, was hat es mit mir zu tun? Was kann ich binden? Was kann ich in mir binden? Was kann ich binden, auch wenn ich mit jemand spreche oder bete? Und was kann ich lösen? Oder auch jeder von uns, denn dieser Text wurde in der Bibelstunde gelesen und wir hatten gerade Gäste aus Ukraine, zwei Familien von den Männern nach Rehabilitation, also sind jetzt schon längere Zeit als Christen, die waren in Drogensucht verbunden, aber Gott hat sie befreit und nun sind sie Diener Gottes. Und hier in dem Gespräch, was man da lösen kann, kam der Bruder und sagte eigentlich, ja, es geht um Macht, denn in Johannes 1,12 steht es, der Herr hat uns Macht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Und eigentlich, es gibt hier etwas Besonderes, was der Herr auch seinen Kindern gibt. Und da ging es auch in erster Linie, was er auch im Leben gebunden hat, denn sie haben auch alle Gewohnheiten, die sie hatten vor der Bekehrung, die Gewohnheiten, die eigentlich Verderben geführt haben, sie wurden gebunden. Die gibt es eigentlich nicht mehr. Die sind hier gebunden und gebunden auch in dem Himmel. Und da hat auch der Bruder dann gesagt, also ich habe einmal verstanden, nachdem ich schon längere Zeit Christ war, der Herr will mein altes Leben nehmen und er will mir ein ganz neues Leben geben. Weil auch lange Zeit nach der Bekehrung wollte er etwas noch von dem alten Leben, das war schön irgendwann war, aber in dem Leben ohne Gott. Und Gott will das alte Leben wegnehmen und ganz neues Leben geben. Und da gab er ihm eine Arbeit unter den Drogensüchtigen, was er gerne tut und wo er auch eine große Hilfe, auch wenn er ein Pastor in der Gemeinde ist. Eine Frau ging raus, die war verheiratet auch mit einem Mann, der früher drogensüchtig war, und sie erzählte ein wunderbares Zeugnis. Eigentlich, wo ihr Mann begann also mit den Drogen und mit Alkohol und so, dann hat sie sich unwohl gefühlt. Eigentlich alle ihre Freundinnen waren gut verheiratet. Überall war alles oder schien alles in Ordnung zu sein. Und bei ihr ist jetzt dieses Unglück passiert. Und je länger es dauerte, desto schlimmer waren die Folgen auch in der Familie. Sie hat versucht, alles zu tun, reden, alles Mögliche, auch beten und so weiter. Aber das hat nicht geholfen. Und irgendwann, er hat noch gearbeitet, hat irgendwo in einem Haus Renovierung getan. Und sie kam dorthin und hat ihn so von der Seite gesehen, nicht als seine Frau, aber als jemand, der es ihn beobachtet, so. Und dann hat sie eigentlich ihn ganz neu entdeckt für sich. Und sie kam raus und sie hat gespürt irgendwie eine große Liebe zu ihm, nicht nur zu einem Mann, nicht nur zu jemand, der ihr nahe stand, aber zu einer Seele, die verloren geht. Und eigentlich für sie ist Jesus auch gestorben. Und in dem Moment konnte sie beten, ein Gebet, das ihr dann auch selbst lange im Gedächtnis blieb, ein Gebet zu Jesus für ihren Mann. Das Gebet hat Wunder bewirkt. Nach kurzer Zeit hat sich ihr Mann auch bekehrt. Und heute, nach diesen vielen Jahren, ist es eine Änderung da und sie erinnert sich eigentlich an ein Gebet. In dem Gebet hat sie vielleicht ihre Wünsche
oder was sie wollte von einem Mann haben, also gebunden. Und sie wollte einen Christ haben, der gerettet wird und etwas sich etwas gelöst, auch dass der Herr kann wirken und sie also in den Hintergrund geht. Also eigentlich dieses Binden hat auch bewirkt, dass er mit Gottes Hilfe dann konnte wieder bei sich binden Eigenschaften, die gebunden werden, sein, auch bis in die Ewigkeit. Eine andere Frau erzählte auch, sie war auch früher schon verheiratet, dann später hat sie sich bekehrt, hat vom erster Ehe auch ein Kind und dann hat sie auch lange in der Gemeinde gelebt und irgendwann kam die Zeit und sie hat geheiratet, auch mit einem Mann, der früher in Drogensucht war, aber jetzt hat neu als neuer Mensch und so. Und sie haben sich aber gesagt vor der Eheschließung, wir wollen das Wort Gottes aus Epheser Vers 26 befolgen im Leben. Und der Vers deutet folgendes: Zürnt ihr so sündig nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also man soll nie ins Bett gehen, bevor man nicht Frieden hat mit dem Nächsten. Und sie haben sich das eigentlich fest gesagt, das wollen wir nicht zulassen, dass irgendwie mal Unfrieden oder etwas zwischen ihnen entsteht. Hier steht es von Zorn, aber sie haben es auch auf Unfrieden also übertragen. Und jetzt leben sie schon 14 Jahre zusammen und sie sagt, wir konnten es mit Gottes Hilfe halten und noch jeden Abend miteinander in Frieden, in Verbundenheit, in Liebe auch zu Bett gehen. Also nicht, die Sonne soll nicht über dem Zorn untergehen. Und da war etwas gebunden, da war gebunden der Wunsch, Recht zu haben. Der Wunsch, also irgendwie jetzt sich nicht beugen wollen. Aber wenn beide diesen Entschluss gefasst haben und gebunden das Negative und das Gute freigegeben haben, das hat ihnen eine Möglichkeit gegeben, so in diesem Frieden leben. Es war gebunden auf Erden und es war gebunden auch bis in den Himmel. Und ein Bruder hat auch ein Zeugnis erzählt über seinen Opa. Und er hat es auch unter Tränen erzählt, so wie auch die Frauen. Es war also sein Opa, es war noch in der Kommendaturzeiten, wo die Deutsche in Russland eigentlich nicht so verreisen konnte. Und sie mussten in dem Ort leben. Und wenn sie von einem Ort zu anderen, musste da extra Genehmigung passieren. Oder wenn er selber weggefahren wäre, da könnte er ins Gefängnis kommen. Und er hat erfahren über einen Brief, dass sein Sohn heiratet. Heiratet jemand, wo er eigentlich nicht so was Positives gehört von dieser Frau. Und dann hat er gleich auch einen Brief geschrieben. Und in dem Brief hat er geschrieben, also schau zu, also zu der Frau eigentlich, dass wenn der Mann auch was heimbringt, dass du mit ihm sorgfältig und akkurat und wirtschaftlich und so weiter. Denn wenn der Mann kann ins Haus mit Wagen bringen Sachen und alles Gute, die Frau kann es im Schoß raustragen. Also es waren nicht freundliche Worte. Und wo die Frau jetzt von seinem Sohn das gelesen hat, die war halt beleidigt irgendwie. Und die hat es auch in ihrem Herz getragen. Es sind 10 Jahre verflossen, da konnte man schon reisen. In der Familie schon war das fünfte Kind da, war 10 Monate alt. Und da kommt der Opa jetzt in diese Familie. Und das erste Gespräch, wo er mit der Schwiegertochter sprach, hat er gesagt, hast du noch den Brief, was ich vor 10 Jahren geschrieben habe? Dann sagt sie, ja, ich habe ihn. Hat er gesagt, kannst du mir den geben? Die hat ihn ihm gegeben. Und dann sagt er, weißt du, so viel, wie viel ich Haare auf dem Kopf habe, so viel mal will ich dich um Verzeihung bitten für diesen Brief. Und wo es in die Nacht ging und das Kind war unruhig, krank, dann hat er gesagt, bleib bitte bei Nacht schlafen. Ich werde die Nacht auf das Kind aufpassen, wachen und hat auch sich die Wiege neben sein Bett hingestellt. Und so hat er eine Woche lang, 7 Tage nach dem Kind geschaut. Und das hat sie in ihrem Leben nicht erfahren, weil ihr Mann war Feldarbeiter, früh weg, auf die Arbeit spät gekommen. Und da ist dieser Schwiegervater gekommen und hat es so gelöst. Nachdem war die Beleidigung weg.
Sie war gebunden bis in den Himmel und freigestellt wurde eigentlich die Liebe zueinander. Nachdem haben sie einander geliebt und einander vertraut. So diese Beispiele, wirklich praktisch, wie man etwas binden kann hier auf Erden. Und es wird gebunden auch im Himmel sein. Und Gott sei die Ehre dafür. Ich möchte nochmal diesen Vers lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Der Herr gibt uns diese Kraft und wenn wir das gar nicht können, dann müssen wir zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich kann es nicht. Aber mit deiner Hilfe will ich dies und jenes lösen. Und wo Unfrieden ist, arbeiten daran, dass dieser Unfrieden gelöst wird und zum Frieden wird. Denn in den Himmel geht Frieden ein und Unfrieden geht dorthin nicht rein. Gott helfe uns dabei. Amen.